Die haben mich ja eben schon erlebt. Also es geht jetzt nochmal darum, kurz zu zeigen, wie müssen wir uns das vorstellen mit der Modern Money Theory? Was bedeutet das für uns? Dazu eine kleine Vorbemerkung. Die MMT ist sowas wie eine kopernikanische Revolution. Das heißt also, wir haben nichts entdeckt, was es vorher nicht schon gab, in Anführungsstrichen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir das rausgefunden hatten. Aber letztendlich, wir haben keine neuen Fakten beispielsweise. Ja, dass Staaten Geld in Umlauf bringen können, beispielsweise wussten wir vorher schon. Wir wussten schon vorher, dass wir Inflationsraten haben, die eher mit den Zinsen korrelieren, als dass sie antizyklisch laufen. Aber die MMT hat sich das Ganze nochmal angeguckt und hat versucht, quasi das Geld nochmal zu durchleuchten und vor allen Dingen halt zu durchleuchten, durch welche Transaktionen, durch welche Buchungsprozesse eigentlich Geld geschöpft wird. Ja, das heißt also, das Wesentliche bei der Modern Monetary Theory ist, dass wir halt sagen, wir wollen uns die Geldschöpfung angucken, auch die Geldvernichtung. Und gucken uns an, was in den Bilanzen dann passiert, beispielsweise wenn der Staat Steuern einnimmt, was passiert, wenn ein Kredit zurückgezahlt wird, was passiert, wenn Geld quasi über Importe ins Ausland fließt beispielsweise und natürlich andersherum, was passiert, wenn der Staat Geld ausgibt. Und da wollen wir einfach wissen, wie funktioniert das, ja, in Bilanzen gedacht. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Ja. Das heißt also, das Gute an MMTs ist, es ist empirisch falsifizierbar. Ja, normalerweise sagt man ja bei Sozialwissenschaften, das ist nicht falsifizierbar, weil es Sozialwissenschaften sind. Aber naja, ähnlich wie der Ingenieur sagt, natürlich kann ich erklären, wie ein Motor funktioniert, können wir natürlich erklären, wie Geldschöpfung funktioniert, weil die basiert ja auf Gesetzen und die Gesetze haben wir selber geschaffen. Ja, das heißt also deswegen halt hier nochmal die kleine Vorbemerkung, es ist eher eine kopernikanische Wende, als dass wir behaupten würden, wir haben irgendwas Neues entdeckt. Gut, ganz wichtig bei MMT ist die sogenannte Sequenz. Ja, das heißt, normalerweise sehen wir Geld so, dass wir halt sagen, naja, es gibt zum Beispiel den Steuerzahler und der Steuerzahler hat die Griechen gerettet, der Steuerzahler hat die Banken gerettet und so weiter. Das halten wir für völlig verfehlt. Das heißt also, wir haben das, was Margaret Thatcher gesagt hatte, nämlich there is no such thing as public money, there is only taxpayers money, haben wir umgedreht, haben halt gesagt, there is no such thing as taxpayers money. Ja, die Sequenz ist andersrum. Der Staat wird nicht finanziert durch die Steuerzahler, sondern andersrum, der Staat mit seinen Ausgaben finanziert die Steuerzahler. Ja, also ganz, ganz einfach ausgedrückt. Wenn ich jetzt mit Ihnen zusammen hier in Frankfurt einen neuen Staat gründen würde und wir machen mal einfach eine neue Währung und sagen, der Frankfurto wird jetzt geschöpft, dann ist natürlich die Frage, woher kommt der denn? Dann sage ich natürlich, als Mainstream-Ökonom sage ich, naja, ich kann ja einfach Sie besteuern in Frankfurtus und dann bekomme ich als Staat Frankfurtus. Aber sie haben ja keine. Der Staat ist ja Schöpfer des Geldes, ja, ähnlich wie beim Euro halt auch. Das heißt also, es kann nicht sein, rein logisch nicht und auch hier rein stofflich nicht, dass ich als Regierung irgendeine neue Währung einsammle von den Haushalten, von den schwäbischen Hausfrauen und den schwäbischen Hausmännern. Das funktioniert so rum einfach nicht. Ja, das ist ähnlich wie beim Kino. Wenn das Kino Eintrittskarten ausgibt, nämlich verkauft, dann sammelt es nachher diese Eintrittskarten wieder ein und schmeißt sie in den Papierkorb. Ja? Das ist kein Schuldverständnis sozusagen, was man da entwickeln muss. Also wir finanzieren nicht das Kino mit Eintrittskarten, die wir dort abgeben, sondern die finanzieren wir, wenn überhaupt, mit unserem Geld. Und ähnlich ist es beim Staat halt auch. Ja, das heißt, der Staat gibt quasi erst Geld aus und dann sammelt er es über Steuern wieder ein. So funktioniert modernes Geld und das eigentlich auch überall, wo halt in eigener Währung gewirtschaftet wird. Ja, also abgesehen sind Länder wie Bosnien-Herzegowina, die den Euro benutzen. Wir haben heute auch gehört, einige afrikanische Länder zum Beispiel benutzen noch mehr oder weniger den Euro, weil sie in der Franc-Zone drin waren. Oder zum Beispiel in Ecuador ist das Land dollarisiert. Ja, das ist was anderes. Aber bei uns ist es halt so tatsächlich, dass der Staat nicht abhängig ist. Der Staat ist unabhängig von seinen Steuerzahlerinnen und von den internationalen Finanzmärkten. Ja, in den Lehrbüchern steht es immer noch so drin, dass wir halt erstmal Staatsanleihen verkaufen müssten, bevor wir Geld ausgeben, oder wir können das über Steuern finanzieren. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was wir in der Realität sehen. Das heißt also, MMT sagt, der Staat, und damit ist gemeint die Bundesregierung, gibt Geld aus, indem er die Bundesbank anweist, den Kontostand der empfangenen Bank zu erhöhen, im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen. Ausgaben erzeugen also immer neues Zentralbankgeld. Und der Witz ist in Anführungsstrichen, nur so kann die Bundesregierung Geld ausgeben. Ja, das heißt also, wenn Sie sich das so vorstellen, dass die Bundesbank quasi eine Excel-Tabelle hat, das sind quasi die Konten der Banken und auch der staatlichen Stellen bei der Bundesbank, ja, wenn Sie bei einer Excel-Tabelle irgendwo einen Kontostand erhöhen, wo kommt das Geld her? Ja, wo kommen die Zahlen her, wenn Sie in einer Excel-Tabelle irgendwie eine Zelle hochbuchen? Die Frage ist irre in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn ich mich frage bei der
Eintracht Frankfurt hier im Stadion, wo kommt die Zahl her, wenn Eintracht ein Tor schießt und dann steht da 1-0? Wo war die 1 denn vorher? Diese Frage macht keinen Sinn. Ja, das heißt also, natürlich kommen sozusagen, das Geld kommt sozusagen aus dem Computer, aus der Software, aus Tage 2, wo halt entsprechend die Zentralbanken, die Nationalen und die EZB entsprechend ihre Buchung durchführen auf Grundlage des Gesetzes. Wo das Geld herkommt, naja, wie gesagt, das ist digital. Das Geld kommt genauso in die Welt wie bei einem Computerspiel, wo sie einen Punktestand haben virtuell. Ja, das ist also nichts, was etwas Außergewöhnliches ist in dem Sinne. Es verwundert nur so ein bisschen in der Banalität. Ja, das heißt also, die Finanzpresse ist immer noch voll mit der Idee von Gelddrucken, aber natürlich druckt die Bundesbank, die druckt kein Geld, in Anführungsstrichen, wenn der deutsche Staat mehr Geld ausgibt. Gut, okay, das heißt also, die politische Schlussfolgerung ist, dass der Staat Schöpfer des Geldes ist. Ja, das heißt also, der Staat bringt Geld in Umlauf und damit bezahlen wir dann am Ende die Steuern. Und politische Regeln können dann dazu führen, dass der Staat eventuell nicht mehr zahlungsfähig ist. Ja, das heißt also, wenn wir sowas haben wie Schuldenbremsen oder Defizitgrenzen oder in den USA die Schuldenobergrenze, ja, dann sozusagen wird der Staat politisch gezwungen, kein Geld mehr auszugeben. Aber nicht technisch. Ja, das heißt, die Federal Reserve Bank in den USA sagt, an uns scheitert das Ganze hier gerade nicht. Ja, also von mir aus können wir gerne noch ein paar Milliarden raushauen oder Billionen sogar halt. Ne? Also der Joe Biden versucht ja noch mal ein paar Billionen schwere Programme aufzulegen. Es liegt nicht daran. Es ist keine technische Zahlungsunfähigkeit. Es ist eine politische. Ja, in Griechenland ja auch 2014. Die griechische Zentralbank ist in der Lage, Euros zu erzeugen. Ja, je nach Wunsch sozusagen, je nach Regeln, je nach Wunsch. Es gibt da kein Limit. Daran hat es nicht gehakt. Gut, das heißt also, wenn wir uns das Ganze angucken, wie das aussieht, auch in unserem System, die Bundesbank zum Beispiel, hier rechts fangt mal mit an mit der Spalte, die schreibt von sich selbst, die Bundesbank verwaltet zudem Deutschlands Währungsreserven, dient als Hausbank des Staates. Ja, die Bundesbank, da sagt, sie ist die Hausbank des Staates. Und die Bundesregierung, wie gesagt, gibt halt Geld aus, indem über die Bundesbank halt Geld erzeugt wird, nämlich Zentralbankgeld. Das heißt also, wenn die Bundesregierung auf die Idee kommt und sagt, Dr. Ehn soll irgendwie 1.000 Euro bekommen für eine Beratungsdienstleistung, ja, dann zahlt sie ja nicht in bar. Da wird kein Geld gedruckt. Ja, das ist ja mafiamäßig sozusagen, dass der Staat irgendwie in bar zahlt. Sondern die fragen mich quasi, wo haben sie ihr Konto, bei welcher Bank? Und dann wird einfach das Konto dieser Bank bei der Bundesbank wird entsprechend hochgebucht, ja, wenn es eine größere Bank ist. Bei kleineren müsste das über ein anderes Konto noch gehen. Aber das heißt nochmal, dass eine Ausgabe der deutschen Bundesregierung dazu führt, dass meine Bank mehr Zentralbankgeld hat und meine Bank schreibt mir dann sozusagen auf ihrer Excel-Tabelle auch entsprechend 1.000 Euro gut. Das heißt also auch da wieder, nur so kann die deutsche Bundesregierung Geld ausgeben. Diese Idee sozusagen, dass wir das Geld sozusagen vorher bei der Regierung irgendwie in Bargeld mehr oder weniger einnehmen, über Steuern, Verkauf von Staatsanleihen oder die Zentralbank druckt das Geld und bringt es ins Finanzministerium, das steht zwar alles in den Lehrbüchern so drin, aber das gibt es in der Realität nicht. Und wenn man die Bundesbank halt fragt, ob sie auch die Konten verwaltet für Bundesländer und auch für die Kommunen, dann sagen die, ja, klar. Also wir meinen mit Hausbank des Staates nicht nur Hausbank der Bundesregierung, sondern wann immer sozusagen Gelder fließen, in Form von Steuerzahlungen beispielsweise, das geht immer auf Zentralbankkonten bei der Bundesbank. Das heißt also, auch wenn wir denken, wir zahlen mit Giral Geld Steuern, tun wir nicht. Ja? Die Bank reduziert unser Konto, das heißt, wir verlieren das Giralgeld, aber dann muss auf das Konto bei der Bundesbank von der entsprechenden Stelle, muss der entsprechende Transfer kommen in Zentralbankgeld. Das heißt also, wenn Sie Ihr Geld haben auf Zypern, wie auch um den Bereich 2013 herum und Sie haben vielleicht 1 Million Euro auf dem zypriotischen Konto und wollen damit Steuern zahlen in Deutschland und das sind aber gerade Kapitalverkehrskontrollen, geht nicht. Ja, da hat man es deutlich gesehen in Anführungsstrichen. Das heißt also, Giralgeld zahlt keine Steuern. Giralgeld ist sozusagen das, was wir nutzen an Geld und was Banken auch erzeugen können. Aber der Staat erzeugt sein eigenes Geld und das ist das Beste, in Anführungsstrichen, was es gibt, nämlich richtige Euros. Das heißt also, Euros bei der Zentralbank können die Banken umtauschen in Euros in Bargeld und andersrum natürlich auch. Und wir leben natürlich mit den Banken, weil wir halt denen das Versprechen abnehmen, dass wir sozusagen für jeden Euro an Giralgeld auch Zahlungen in der gleichen Höhe durchführen können. Das klappt auch gut. Ja, da ist kein Problem, in Anführungsstrichen. Gut, das heißt also Banken, bin ich beim letzten Punkt, Banken schöpfen letztendlich Giralgeld, was nichts anderes sind als Zahlungsversprechen auf staatliche Währung. Ja, die sagen halt, entweder wir zahlen dir die Summe aus im Bargeld oder wir überweisen entsprechend in der Summe halt Geld, sodass du sozusagen Sachen damit bezahlen kannst. Und damit ist Geld für uns als Währungsnutzer eigentlich nichts anderes als eine Steuergutschrift. Ja, das Einzige, was der Staat wirklich verspricht, wenn er modernes Geld in Umlauf bringt, ist, dass er das für Steuerzahlung akzeptiert.
Ja, das heißt, mit einem 20-Euro-Schein kann ich drüben bei der EZB mal anfragen und halt sagen, hier, das ist doch Geld von euch, ihr schuldet mir was. Dann wird die EZB sagen, nein, nein, auch wenn das Bargeld bei uns auf der passiver Seite gebucht wird, wir schulden Ihnen nichts. Ja, gehen Sie mal zum Finanzministerium nach Berlin, probieren Sie es da mal. Und wenn ich dahin gehe, dann werden die mir halt sagen, ah ja, okay, doch, ja, wir schulden Ihnen die Annahme dieses Geldes für Zahlungen an den Staat, unter anderem halt auch für Steuerzahlungen, das ist richtig. So, der Rest ist Versprechen. Ja, natürlich kann man noch Goldbindung versprechen oder Preisstabilität und so weiter, aber das ist, Versprechen können gebrochen werden, in Anführungsstrichen. Aber gesetzlich garantiert ist, dass Sie damit Steuern zahlen können. Gut, das heißt also, wozu brauchen wir denn eigentlich Staatsanleihen? Ja, Steuern brauchen wir, um uns sozusagen als Steuerzahler dazu zu bewegen, dass wir überhaupt mit Euros agieren. Das heißt also, vorher hatten wir D-Mark, jetzt haben wir Euros. Warum? Naja, weil wir unsere Steuern jetzt in Euros zahlen müssen, nicht mehr in D-Mark. Was ist mit Staatsanleihen? Naja, Staatsanleihen reduzieren letztendlich die Menge an Geld, an Zentralbankgeld in der Wirtschaft, wenn man so möchte. Das heißt also, der Staat oder die Zentralbank saugt quasi Liquidität ab über den Verkauf von Staatsanleihen, um letztendlich dafür zu sorgen, dass der Zins stabil bleibt, auch wenn der Staat mal Geld ausgibt oder über Steuereinnahmen ziemlich viel Geld wieder rauszieht. Ja, also Staatsanleihen sind kein Finanzierungsinstrument, wenn man so möchte. Anleihen für Unternehmen natürlich schon, weil Unternehmen halt keine Geldschöpfer sind. Das heißt also, der Staat als Schöpfer des Geldes braucht eigentlich kein Geld. Ja, das heißt also, wenn der Staat halt über die Bundesbank immer wieder Geld ausgeben kann, ist er ja nicht auf Geld angewiesen. Wie gesagt, wir sind das als Haushalt, als Unternehmen schon, der Staat nicht. Gut, also beim Verkauf von Staatsanleihen wird unverzinstes Bargeld dann umgetauscht gegen verzinste Guthaben bei der Bundesbank und dann entsprechend gegen verzinste Staatsanleihen. Und es gibt am Primärmarkt 33 Banken, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Bietergruppe Bundesemission. Nur die können Staatsanleihen von der Bundesfinanzagentur kaufen. Ja, alle anderen kaufen gebrauchte Staatsanleihen, finanzieren also den Staat nicht, wenn sie entsprechend Staatsanleihen kaufen. Das heißt also, die Idee, die wir jetzt auch in Amerika ständig hören, aber auch jetzt bei uns immer wieder, dass halt irgendwie die Haushalte jetzt zum Beispiel die Corona-Schulden finanzieren würden, nein. Ja, das heißt also auch Olaf Scholz, der halt über 100 Milliarden Euro zusätzlich halt noch an Staatsanleihen verkauft hat letztes Jahr, keine einzige davon sozusagen hat er an einen Haushalt verkauft. Das heißt, man kann nicht davon sprechen, dass Haushalte den Staat finanzieren. Das stimmt einfach nicht. Gut, Christine Lagarde ist auch der Meinung, dass letztendlich die Zentralbank als Schöpferin der Währung was Besonderes ist und hat bei Reuters gesagt im November letzten Jahres, ich lese das kurz vor, as the sole issuer of euro-denominated central bank money, Reserven, the euro system, und damit meint sie EZB, aber auch Bundesbank, will always be able to generate additional liquidity as needed. So by the definition, it will neither go bankrupt nor run out of money. Ja, der Geldschöpfer, klar, dem kann das Geld nicht ausgehen. Ja, das ist ähnlich wie das Kino, das verkauft Eintrittskarten. Wie viele Eintrittskarten kann das Kino verkaufen? Naja, theoretisch unendlich viele, ja, weil das halt kein Problem ist, welche zu erzeugen. Und das ist beim Staat genauso. Das heißt also, die EZB beim Quantitative Easing zum Beispiel, wenn sie Anleihen kauft, sie schafft ja beim Kauf neues Geld. Gibt es irgendeine Begrenzung davon? Nein, natürlich nicht. Was soll die Begrenzung sein? Ja, die tippen das natürlich in den Computer ein und ja, wo soll da die Begrenzung sein? Insofern, wie gesagt, Schöpfer der Währung hat eine Sonderrolle. Gut, jetzt die Frage, wie werden denn Ausgaben finanziert, wenn es sich nicht um die Zentralbank handelt, die entsprechend für den Staat sozusagen einfach Geld ausgibt und dann neu schöpft. Na, wenn ich mich frage, sozusagen, wie halt grüne Investitionen finanziert werden, wenn das zum Beispiel im privaten Sektor geschieht, dann können wir uns einmal fragen, sozusagen, woher kommt das Geld in dem Moment der Ausgabe? Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, das verkauft Anleihen, kriegt dafür Geld und gibt das Geld aus für Investitionen, dann nenne ich das Initial Finance. Das ist quasi gute alte postkeynesianische Theorie und damit auch schon vielleicht 20 Jahre alt. So, das ist quasi die Finanzierung. Dann kann natürlich noch die Frage aufgeworfen werden, wer kauft denn nachher oder wer hält denn nachher diese Anleihe? Ja, das ist natürlich auch interessant sozusagen, aber letztendlich für die Finanzierung irrelevant. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Google-Aktien kaufe, kriegt Google keinen einzigen Euro davon oder keinen US-Dollar. Ja, das heißt, also das ist sozusagen der Unterschied zwischen der Frage, wo kommt das Geld her, wenn ich es ausgebe und meine Investitionen finanziere und wer hält nachher die Finanztitel? Ja, es gibt ja sowas auch wie Verbriefung von Krediten. Das heißt also, bei der Kreditvergabe finanziert die Bank die Investition. Wenn sie den Kredit sozusagen dann verbriefen darf und weiterverkauft, ja, das macht sozusagen die Finanzierung der Investition nicht ungeschehen. Ja, das ist der Unterschied daran. Das heißt also, wenn man so möchte, können wir halt davon ausgehen, dass letztendlich
Initial Finance, die Geldschöpfung, betrifft. Ja, Banken finanzieren Unternehmen und Haushalte, indem sie ihnen entsprechende Guthaben einräumen. Das gilt auch für IPOs und Verbriefungen. Ja, beim Initial Public Offering gibt es ein Bankenkonsortium. Und normalerweise wird der Vertrag unterschrieben und dann bekommt also der Emittent auf jeden Fall das Geld von diesem Konsortium. Ja, das heißt also, da ist die Geldschöpfung. Und wenn dann die Aktien verkauft werden, kaufen sie entsprechend diese Aktien den Banken ab. Aber dann bekommt das Unternehmen nichts mehr davon. So, und der Staat natürlich kann Geld ausgeben, indem er ganz normal sozusagen die Bundesbank anweist, entsprechend die Zahlung durchzuführen. Da gibt es ein paar politische Regeln. Er muss sein Konto immer wieder auf Null bringen. Das heißt also, er muss halt entsprechend, wenn die Steuereinnahmen sozusagen nicht ausreichen, um das Konto auf Null zu bringen, muss er halt Staatsanleihen imitieren, um irgendwelche Lücken zu decken. Das macht hier die Bundesfinanzagentur in Frankfurt am Main. So, und Final Finance ist das, was wir als Handel mit Finanztiteln eigentlich kennen an den Finanzmärkten. Das heißt also, Banken verkaufen Verbriefungen, CDOs beispielsweise, CDO Squares hoffentlich nicht mehr. Und natürlich werden diese Finanztitel dort entsprechend hin und her geschoben und auch die Staatsanleihen. Aber bei diesem Handel ist es halt so, was der eine ausgibt, bekommt der andere. Insofern, es geht da nicht um die Finanzierung von Investitionen. So, und wenn man sich mal anguckt, sozusagen bei den grünen Investitionen, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen versucht, mich auf die Suche zu begeben, ob ich das irgendwie quantifizieren kann, und habe Folgendes gefunden. Die EU hat gesagt, sie will mindestens 1 Billion Euro ausgeben für den Green Deal über die nächsten 10 Jahre. Wenn man einfach mal sagt, Pi mal Daumen ist der Anteil Deutschlands an der Eurozone ungefähr 25%, dann wären das in Deutschland 25 Milliarden pro Jahr ungefähr. So, die Bundesregierung, die hatte einen Bericht rausgegeben, und zwar den Green Bond Allocation Report, und hatte selber gesagt, dass 12,3 Milliarden Euro quasi grüne Investitionen wären. Ja, also auf Basis der Zahlen der Bundesregierung. Ob das eine gute Methodologie ist, weiß ich nicht. Das habe ich da auch quasi jetzt abgetragen auf der Grafik rechts. So, und die EZB hat 0 Euro finanziert an Investitionen. Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diese Grafik sozusagen verinnerlichen. Wenn wir grüne Investitionen haben wollen, dann geht es um die Frage halt, ob das bankenfinanziert ist, ob das Geld vielleicht auch über irgendwelche Finanzmarktakteure ins Spiel kommt oder über den Staat. Aber die EZB finanziert keine Investitionen. Ich hatte das ja heute Vormittag auch schon erwähnt, diese Idee des Geldmultiplikators, der in den Lehrbüchern immer noch zu finden ist, dass die Zentralbank Geld weiterverleiht an die Banken und die verleihen das dann weiter. Das funktioniert so nicht. Ja, es scheitert einfach daran, dass wir als Haushalt halt kein Konto haben bei der Zentralbank und damit auch kein Geld empfangen können, welches auf der Bundesbank lagert. So, das heißt also, wie gesagt, EZB und Bundesbank finanzieren keine Investitionen, aber die KfW natürlich, woran haben wir dann gleich noch den Vortrag. Und wie die KfW an Geld kommt, ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage. Vielleicht können wir das auch gleich nochmal ein bisschen erläutern. Ich weiß auch, dass vor ein paar Jahren das noch relativ einfach war, dass die KfW einfach ihre eigenen Anleihen einreichen konnte. Die waren quasi notenbankfähig und dann war das Geld da. Völlig unproblematisch, das ist, glaube ich, jetzt aber nicht mehr erlaubt. Aber es muss ja irgendwie anders gehen. Aber gut, zurück zur EZB. Die Aufgabe einer Zentralbank ist also nicht, private oder öffentliche Investitionen zu finanzieren. Hat auch der Kollege von der EZB heute Morgen nochmal gesagt. Sie besitzt dafür auch gar keine Instrumente und wäre schlichtweg überfordert, wenn sie das hätte tun sollen. Das heißt also, die Banken, staatliche oder private, finanzieren die privaten Investitionen und die Regierung tätigen öffentliche Investitionen, indem sie einfach Geld ausgeben. Das heißt, wir haben eine traditionelle Trennung zwischen Geldpolitik, nämlich Liquiditätsversorgung der Banken über Auszahlung mit Rückzahlung. Ja, ganz wichtig, immer Auszahlung mit Rückzahlung. Die EZB darf kein Geld ausgeben, was sie nachher nicht wiederbekommt. Ja, deswegen darf sie überhaupt so unpolitisch handeln, in Anführungsstrichen. Der Staat darf das, aber nur vertreten durch die demokratisch legitimierte Regierung. Der Staat darf tatsächlich halt Auszahlung tätigen, ohne dass es zu einer Rückzahlung kommt. Ja, der Staat gibt Geld aus für Schulen, für Kindergärten, für Universitäten. Und der fördert das Gemeinwohl. Sollte er zumindest. Sie kennen ja auch die Politik, das machen die nicht immer. Aber das ist sozusagen die grundlegende Idee der Unterscheidung zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik. Und wenn der Kollege von der EZB heute Morgen ein bisschen rumgedruckst hat und gesagt hat, naja, wir sind am Zero-Lower-Bound, haben aber eigentlich schon Einlagezinsen, die negativ sind, dann hat er irgendwann gesagt, wir wollen aber nicht weiter runter. Nicht gesagt, wir können nicht weiter runter. Das Problem ist natürlich für die Zentralbanken, wenn die sagen, wir machen einen Zins von -10%, und dann verleihen wir Geld an die Banken, dann können sich die Banken 100 Millionen leihen von der EZB gegen Sicherheit und müssen aber nur 90 Millionen zurückzahlen. Damit gibt die EZB mehr oder weniger eine 10 Millionen Euro Subvention an eine Bank. Und das ist quasi nicht Geld verleihen, sondern das ist quasi eine fiskalische Geschichte. Und deswegen machen die Zentralbanken das nicht. Deswegen, auch wenn sie es könnten, gehen die nicht unter, nicht signifikant zumindest unter diese negative Grenze. Das heißt also, der Zero-Lower-Bound ist in unseren Köpfen.
Und ist aber sozusagen gedeckt durch diese Überlegung, dass wir nicht wollen, dass Zentralbanken sozusagen Subventionen geben in der Wirtschaft, indem sie Banken sozusagen halt Kredite geben, die sie nicht komplett zurückzahlen müssen. Gut, die demokratische Dimension hatten wir auch schon erwähnt heute. Demokratietheoretisch ist es also bedenklich, wenn eine relativ unabhängige, technokratisch geprägte staatliche Institution mit dem Mandat der Preisstabilität grüne Investitionen finanzieren soll, wenn auch nur irgendwie indirekt, die eigentlich aber klar in den Aufgabenbereich einer Regierung fallen. Ja, das heißt also, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die EZB als weißen Ritter zu sehen, der sozusagen uns alle rettet, weil er das macht, was die Politik nicht möchte. Ja, so funktioniert das wahrscheinlich nicht. Und da wird auch wahrscheinlich irgendjemand gegen klagen und auch Recht bekommen, wenn das versucht werden würde. Allerdings, und auch das hatten wir heute Vormittag ja auch schon gesehen, es ist auch bedenklich aus demokratietheoretischer Sicht, wenn eine Zentralbank Entscheidungen trifft, nämlich politische Entscheidungen, welche Folgen dann für Verteilung und Allokation haben. Und wenn sich die Zentralbank dann versteckt, mehr oder weniger hinter Begriffen wie Marktneutralität oder natürlicher Zins oder natürliche Arbeitslosigkeit, das ist nicht gut. Ja, das wirkt sozusagen den demokratischen Diskurs ab, weil natürlich auch unser Geldsystem diskutiert werden muss. Ja, wir müssen auch immer wieder überprüfen, ob es quasi den Zweck erfüllt. Und das müssen wir natürlich nicht immer tun, aber gerade jetzt, wenn wir halt sagen, wir brauchen so einen sozial-ökologischen Umbau, dann müssen wir natürlich überlegen, ob die Institutionen dafür auch geeignet sind. Und dann kann es nicht dazu sein, kann es halt nicht so sein, dass einfach die Zentralbanken sich, wie gesagt, einfach nur immer wieder zurückziehen hinter diese Art von Begriffen. Und ich glaube, das wird auch immer weniger akzeptiert. Okay, das heißt also, die EZB ist kein Teil der Exekutive und sollte daher in einem demokratischen System bei einer sozialen ökologischen Transformation eher eine passive Rolle spielen. Also wenn es irgendwas gibt, was extrem wichtig ist und sehr politisch ist und momentan macht das die EZB, dann sollten wir das wahrscheinlich lieber rausnehmen, als zu sagen, wir versuchen die EZB so umzubauen, dass sie das irgendwie hinbekommt. Ja, also wie gesagt, wenn es exekutiv ist, dann müsste es aus der EZB rausgenommen werden. Gut, die zukünftige Rolle der EZB, jetzt habe ich so einen kleinen Vorschlag noch, der basiert allerdings auf Einsichten der MMT. Also bitte nicht das fehlverstehen und sagen, das ist irgendwie MMT. Nein, das ist jetzt quasi Dirk Ehns, der halt sagt, naja, basierend auf diesem Gedanken über die Frage, wie der Staat ausgibt und wie die Finanzmärkte funktionieren, habe ich jetzt so ein paar Gedanken nochmal aufgeschrieben, wie es denn weitergehen könnte. Also der Actionplan der EZB ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, da sind viele Sachen schon erwähnt. Die Frage der Sicherheit ist noch offen, würde ich kritisch anmerken. Das heißt also, die EZB macht das eigentlich ganz gut. Allerdings, und das hatte ich heute vorhin auch schon mal betont, die EZB sollte auch dafür sorgen, dass die nationalen Regierungen handlungsfähig sein sollten, um die sozial-ökologische Transformation jetzt anzustoßen. Dazu gehört auch das PEP, das Ankaufprogramm, das aktuelle umzubauen, zu, ich würde es nennen, einen European Solidarity Mechanism. Das heißt also, die EZB sagt halt, wir kaufen so viel lange Staatsanleihen an, bis auch der Zins der griechischen Staatsanleihen beim deutschen Staatsanleihenzins angekommen ist. Ja, das kostet uns hier in Deutschland keinen einzigen Euro. Das kostet niemanden irgendeinen Euro. Und die EZB könnte das einfach so machen. Und ich würde mal behaupten, seitdem Mario Draghi gesagt hat, whatever it takes, seitdem ist die EZB auch ganz stark in diese Richtung unterwegs und hat auch schon gesagt, dass nach PEP schon das nächste Ankaufprogramm kommen wird. So, die EZB sollte auch dafür sorgen, dass die EU handlungsfähig sein wird, um die sozial-ökologische Transformation anzustoßen. Das heißt also, wenn wir entscheiden sollten, dass wir eher sowas haben wie Vereinigte Staaten von Europa und dass wir das Next Generation EU-Programm noch weiter ausbauen, dann sollten wir natürlich auch ein europäisches Finanzministerium haben, wo die EZB sich dann hinstellt und sagt, okay, wir sorgen dafür, dass wir die Eurobonds auch entsprechend ankaufen, damit es funktioniert. Ja, das ist sozusagen so, dass ich als Ökonom einfach sage, es kommt halt drauf an. Ja, entweder wir machen sozusagen mehr Europa oder wir machen es nicht, aber für beide Fälle müsste die EZB entsprechend gewappnet sein. Gut, die EZB sollte dann auch den Zins auf Null belassen, einfach weil es keinen Grund gibt, ihn anzuziehen. Und sie sollte auch ihre geldpolitische Strategie überarbeiten. Geringere Zinsen führen nicht zu mehr Investitionen und mehr Inflation. Ich habe gerade Montag Makroökonomik unterrichtet und meine Studierenden waren ungefähr 20 Jahre alt. Und das letzte Mal, dass der Einlagezins der EZB nicht mit einer Null oder Minus Null anfing, war, als sie ungefähr 8 Jahre alt waren. Ja, das heißt also, die Studierenden wissen nicht mehr, wie das ist, wenn man den Zins hoch bewegt, ja, weil die Wirtschaftspolitik das nicht mehr macht. Wir hatten auch die Rezession von 2019, ohne dass wir vorher in Deutschland oder in der Eurozone besser gesagt eine restriktive Wirtschaftspolitik hatten in Form von steigenden Zinsen. Hatten wir nicht. Insofern würde ich behaupten, die Idee sozusagen, dass der Zins bei Null ist, ist gar nicht so schlecht. Wir können das einfach dabei belassen.
weil wir, wie gesagt, nicht negativ werden wollen aus demokratietheoretischen Gründen und weil ein höherer Zins einfach nicht mehr möglich ist, weil die Nachfrage dafür einfach nicht da ist. Gut, also bräuchten wir sozusagen da nochmal eine geldpolitische Strategie, die das vielleicht auch mit aufnimmt. Die nationalen Regierungen und die EU können sich dann einigen, welche Ziele zu erreichen sind, um unsere sozialen und ökologischen Defizite zu beseitigen. Ja, das heißt also, aus jedem Ziel kann eine Mission werden. Denken Sie an die Sustainability Targets zum Beispiel auch. Das heißt also, die Politik sollte sich daran ausrichten, was wir für Probleme haben in der Gesellschaft und nicht so stark allerdings gucken auf fiskalische Defizite. Das heißt also, auch die Haushalte werden halt aufgestellt mit Blick auf die Ressourcen und die Missionen, nicht mit Blick auf die fiskalischen Defizite. Ja, denken Sie daran, wir hatten eine Arbeitslosenquote in der Eurozone, die nie unter 7% lag. Das ist eigentlich wahnsinnig hoch. Also wir haben Millionen Arbeitskräfte immer wieder auch in der Arbeitslosigkeit belassen. Letztendlich waren die nicht arbeitslos, sondern die haben Inflation bekämpft, dadurch, dass sie wenig Geld gehabt haben. Das können wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten als Gesellschaft. Das erzeugt zu viele soziale Spannungen. Gut, das heißt also, wenn wir diese Transformation haben wollen, dass wir halt sagen, okay, die Rolle der Politik muss eine andere sein, die muss sich nicht an fiskalischen Defiziten mehr ausrichten und nicht an Austerität, sondern an Problemen und wie man diese Probleme löst, wie bekommen wir das hin? Ja, da müssen wir natürlich aufräumen mit diesen Mythen des Steuerzahlergeldes, der Mythos der schwarzen Null und auch diese schwäbische Hausfrau als Figur, die müssen natürlich alle überwunden werden. Und auch der Mythos einer Zentralbank, die über Geldmenge oder Zins die Inflationsrate steuern kann. Ja, das hat ja auch der Kollege heute Morgen mehr oder weniger geflissentlich übersprungen sozusagen. Ja, die Energiepreise steigen und dadurch haben wir hohe Inflationsraten, aber keiner von uns glaubt, dass wenn die EZB jetzt den Zins erhöht, dass dann der Gaspreis fällt oder dass dann der Erdölpreis fällt. Ja, und jetzt nach 10 Jahren brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr darüber diskutieren, dass wir irgendwann eine Normalisierung der Geldpolitik haben. Ja, wie gesagt, meine Studierenden kennen schon nichts anderes mehr als diese neue Normalität. Gut, in den USA sind wir schon weiter. Da ist es so, dass die Kollegen aus dem Bereich MMT das schon auch in die Politik getragen haben. Wir hatten ein Interview im Juni 2021, also vor ein paar Monaten. Das war ein Interview bei C-SPAN, dem Parlamentsfernsehen in den USA. Greta Brauner hat interviewt den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses. Das war John Yarmus aus Kentucky. So, und der hat gesagt, das ist jetzt alles Zitat, es ist leider ein bisschen krude übersetzt, weil mit Google Translate. Wir können es uns leisten, weil wir auf Bundesebene bestimmen, wie viel Geld im System ist. Ja, also die Ausgaben leisten uns. Die Bundesregierung ist nicht wie jeder andere Nutzer von Währung, nicht wie jeder Haushalt, jedes Unternehmen, jede staatliche oder lokale Regierung. Wir geben unsere eigene Währung aus und können genug ausgeben, um die Bedürfnisse des amerikanischen Volkes zu befriedigen, wobei die einzige Einschränkung darin besteht, dass wir uns um die Inflation durch diese Ausgaben sorgen müssen. Ja, also wenn ich als Regierung etwas kaufen will und ich kriege es nicht zu dem Preis, dann kann ich mir überlegen, ob ich einen höheren Preis zahle und dann gehen quasi meine Staatsausgaben auf Kosten von höheren Preisen. Ja, oder ich sage halt, na gut, dann möchte ich nicht ausgeben. Aber das ist die Wahl der Regierung, die das kann. Das heißt also, in den USA, wie gesagt, wird das schon versucht, sozusagen das Framing zu verändern. Noch ein anderes kleineres Zitat. Sagt er dann, historisch gesehen haben wir immer gesagt, was können wir uns leisten, also wie viel Geld haben wir? Und dann sagt er, und das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, was brauchen die Amerikaner von uns, das mit dem zu tun ist, glaube ich, ein Fehler. Und diese Frage wird dann zur ersten Frage, wenn man sie beantwortet hat, dann sagt man, wie man dieses Bedürfnis befriedigen kann. Und dann sagt er letztendlich, also wenn man im American Families Plan eine Investition macht in die Kinderbetreuung von 250 Milliarden Dollar, sagt er dann kann man nicht einfach den Amerikanern 250 Milliarden Dollar geben und sagen, hier bitte für die Kinderbetreuung, sondern nein, der Staat muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Ressourcen da sind, dass die Leute das Geld auch ausgeben können und dass die Kinderbetreuung dann auch entsprechend da ist. Ja, das ist halt so, als wenn wir jetzt in Deutschland angenommen, wir hätten keine Kitas und der Staat würde halt sagen, hier sind 250 Milliarden Dollar, jetzt könnt ihr eure Kinder in die Kitas stecken. Nein, so einfach ist das nicht. Da müssen natürlich die Gesetze müssen da sein. Die Frage ist, wer darf in den Kitas arbeiten? Dann müssen die Erzieherinnen und Erzieher da sein auch. Ja, der Staat muss diese Ressourcen entsprechend auch erzeugen und bereitstellen. Und das ist eine ganz wichtige Rolle des Staates. Gut, das heißt, der Staat gibt letztendlich vor, welche Ressourcen genutzt werden können und auch wie viel davon genutzt werden kann, um innerhalb dieser planetaren Grenzen zu bleiben, über die wir uns natürlich informieren müssen. Das heißt also, die Kollegen aus anderen Wissenschaftsbereichen müssen dann letztendlich sagen, okay, wie viel CO2-Ausstoß dürfen wir noch haben, wie viel Rohstoffe von dieser oder jener Art dürfen wir noch haben. Ist nichts Neues, ehrlich gesagt. Wir kennen das schon aus der Fischerei bei den Fangquoten, ja, wo auch der Staat den Fischern vorschreibt, wie viel noch gefangen werden kann.
Auch da gibt es Ressourcenmanagement. Also auch diejenigen, die halt sagen, das geht nicht mit Verboten und so weiter. Wir machen das schon die ganze Zeit mit Verboten in einigen Bereichen. Gut, der Staat kann dann auch die UN Millennium Development Goals einfach umwandeln in Missionen, welche dann entsprechend erfüllt werden sollen, wo man dann quasi auch mal wieder nachmessen kann, ob wir auf dem richtigen Weg sind beispielsweise. Sozialpolitische Missionen kann man auch, sozialpolitische Maßnahmen kann man auch in Missionen verwandeln. Sowas wie Ziel Null Kinderarmut oder Ziel bezahlbarer Wohnraum. Wir hatten heute auch diskutiert über die Frage von Asset Price Inflation. Und das zum Beispiel auch in Berlin sozusagen, eigentlich ein Haus in Berlin mit Garten kostet 1 Million Euro aufwärts. Ja, das ist der Preis aktuell. Und Sie können sich ja vorstellen, wie gefrustet sozusagen die jungen Familien mit Kindern sind, weil die letztendlich ja auch sozial ja verhaftet sind in ihren Kiezen und nicht rausziehen wollen nach Brandenburg. Aber wenn Sie ein Haus haben wollen, müssten Sie es. Und natürlich sowas wie auch, wir wollen gesunde Menschen sehen. Das heißt also, auch da sollte der Staat dafür Sorge tragen, dass entsprechend halt beispielsweise dieses Problematik des Übergewichts, wie man das in den USA ja schon heftig sieht, dass das sozusagen auch nicht in Deutschland nachher Realität werden kann. So, die privaten Unternehmen können dem Staat dann helfen, diese Missionen zu erfüllen, ja, zum Beispiel wie beim Apollo-Programm in den USA. Und die Banken finanzieren weiterhin private Investitionen, um halt dem privaten Sektor sozusagen diese Anpassung zu ermöglichen. Ja, das heißt also, nur weil ich sage, der Staat soll vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben, heißt das ja nicht, dass er mehr Geld ausgibt und dem privaten Unternehmen mehr abkauft. Ja, insofern, wie gesagt, mehr Staat heißt, also mehr staatliche Ausgaben heißt nicht mehr Staat unbedingt. Es kann auch heißen, mehr Umsatz für die privaten Unternehmen. Das heißt also, meine Hoffnung ist mehr oder weniger, dass auf der Basis des richtigen Verständnisses des Geldsystems wir so eine Art postideologische Synthese letztendlich erreichen. Das heißt also, der Staat und der Markt, die werden nicht als Gegenspieler betrachtet, sondern die unterstützen sich halt gegenseitig. Das heißt also, Staat und Markt gemeinsam statt irgendein Ismus, zum Beispiel sowas wie Sozialismus oder Kapitalismus, wo man halt sagt, die eine Form der gesellschaftlichen Organisation ist okay und die andere ist nicht okay. Ich glaube, das hat das 20. Jahrhundert gezeigt, dass das sozusagen in die falsche Richtung führt und dass wir eigentlich mit einer Synthese sozusagen jetzt im 21. Jahrhundert weitermachen können und sagen, okay, das ist nicht die Diskussion. Okay, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Fragen und Anmerkungen. Schön finde ich, dass Sie auch das Geldsystem diskutieren wollen, was wir hier machen. Aber ich möchte trotzdem auch nochmal die Frage, der Sie vorhin ausgewichen sind, exakt die gleiche Frage vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen nochmal stellen. Soll die Europäische Zentralbank so unabhängig sein, dass sie tatsächlich Anleihen kaufen darf, die nachweislich Unternehmen finanzieren, die Umwelt massiv zerstören? Jetzt bin ich gespannt. Fange ich damit an. Also das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung und keine MMT-Perspektive oder keine MMT-Mehrheitsmeinung, sondern ich würde sagen, nein, natürlich sollte das nicht dürfen. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich habe auch mal diese Charter of Fundamental Rights, habe ich immer gesehen bei der EU und ich habe immer gedacht, dass die aber eigentlich nicht verankert ist. Aber wenn die tatsächlich verankert ist, dann muss natürlich die EZB sich da auch daran halten. Und sobald ihr das sozusagen zur Kenntnis gelangt, dass gewisse Anleihen halt einen dunklen Hintergrund haben, also dass da irgendwas hintersteckt, was wir auf jeden Fall nicht haben wollen und was der Charta entsprechend widerspricht, da bin ich komplett auf Ihrer Seite und würde auch meine Unterschrift darunter setzen, wenn Sie Unterschriften sammeln, bin ich gerne mit dabei, auch das weiter zu verteilen. Die Frage, wie man ein Geldsystem aufsetzt, sozusagen, ob wir eine Zentralbank brauchen, die Historie zeigt uns natürlich, wir brauchen keine Zentralbank, weil da kommen wir ja her. Also das heißt also, wenn wir uns Virginia zum Beispiel angucken, grob 1760, da hat der Staat Papiergeld ausgegeben, dann hat der, indem er die Leute gezwungen hat, per Kopfsteuer sozusagen, das heißt also jeder musste, sagen wir, $100 Steuern zahlen am Jahresende, jeder, der ein Haus hatte vielleicht, und dann waren sie quasi gezwungen, dieses Geld vom Staat irgendwie zu bekommen oder von irgendjemandem anders, der es vom Staat bekommen hatte. Und in Virginia haben die dann einfach das Geld, wenn sie es dann eingesammelt hatten über Steuern, haben sie es dann einfach verbrannt dezentral, weil das anscheinend zu gefährlich war, wie jetzt Wagen voller Bargeld irgendwie ins Zentrum zu schicken, damit man es wieder ausgeben kann. Und da sieht man also ganz deutlich halt, dass wir halt locker Geldsysteme hatten, auch in den USA, jahrhundertelang letztendlich, bevor das die USA wurden. Oder auch die USA, bevor es den Dollarstandard gab, den Goldstandard. Natürlich hatten die Papiergeldsysteme. Ja, und das hatten wir auch. Das heißt also, Georg Friedrich Knapp in seinem Buch Die staatliche Theorie des Geldes wollte halt erklären, warum das österreichische Papiergeldsystem aus dem späten 19. Jahrhundert funktioniert hat. Wobei die Ökonomen ja alle gesagt haben, nee, das Geld ist Gold mehr oder weniger und alles andere geht nicht. Steht auch sogar bei Karl Marx so drin, der das sozusagen auch beschrieben hat als Staatspapiergeld. Ja, wir brauchen die EZB natürlich aus modernen Gründen, in Anführungsstrichen, wenn überhaupt.
Also das heißt, wir brauchen sie, um den Zins zu setzen, um zu festzulegen, welche Sicherheiten akzeptiert werden. Ja, das heißt also, wenn Sie sich angucken auf die Politik zum Beispiel, Sie haben ja gesehen auch im Parlament, dass halt einige Parlamentarier ein paar Sachen falsch abgerechnet haben mit den Corona-Masken. So, und wenn schon bei solchen Beträgen, wo es irgendwie um Zehntausende, Hunderttausende Euro geht, wenn da jetzt irgendwie schon die Korruption anfängt bei uns im Parlament und dann kommt die Frage für irgendjemanden, welche Sicherheiten lassen wir denn zu bei der Zentralbank, gegen die sich Banken Kredite geben lassen können? Ja, da geht es dann um Hunderte von Millionen Euro. Das heißt also, ich kann das schon verstehen, dass man halt sagt, ich möchte sozusagen gewisse Entscheidungen abgeben an eine relativ unabhängige, also im Sinne der Tagespolitik unabhängige, von der Bundesregierung und vom Parlament unabhängige Institution. Das kann ich mir schon vorstellen, sozusagen, dass das eine gute Idee ist. Das wäre wahrscheinlich sonst ein ziemlicher Kuhhandel, wenn die Politik halt entscheidet, welche Sicherheiten sozusagen halt als EZB-fähige Sicherheiten akzeptiert werden. Und ich meine, natürlich kann man dann auch noch diskutieren, wenn wir Nullzinsen haben, ob wir jetzt Banken zum Beispiel ihr Geld anlegen als Einlage bei der EZB und einen Nullzins bekommen, angenommen der wäre jetzt bei 0 und nicht minus 0,5, oder sie kaufen eine Staatsanleihe, die ihnen 0 bringt. Also klar, Staatsanleihen brauchen wir nicht mehr unbedingt. Ja, das, und ich meine, Virginia zeigt ja auch, dass es ohne ging. Aber das ist ehrlich gesagt, das ist uns quasi kein Anliegen als MMT-Leute. Das heißt also, wir sind nicht dabei, irgendwie das perfekte, schönste und eleganteste Geldsystem zu aufzubauen, das es gibt. Kann man gerne machen sozusagen, haben wir nichts dagegen. Aber wir wissen natürlich, dass wir das haben, was wir gerade haben. Und dann kommt es darauf an, welche Probleme haben wir denn? Und wir sagen halt auch, lasst uns lieber die Probleme lösen und nicht, lasst uns irgendwelche Wolkenkuckucksschwalme aufbauen, die zwar schön wären, aber die eigentlich kein Problem lösen. Also der Euro sozusagen aus unserer Sicht ist funktional, nur sind die Staatsausgaben zu niedrig. Also wir müssen über die Fiskalregeln, müssen wir mal reden. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Okay. Ja, wir haben eine Frage von der Professor Klü. Ja, vielen Dank. Also ich finde nicht, dass die Geschichte zeigt, dass Zentralbanken tatsächlich unnötig sind, sonst hätten nicht fast alle Länder der Welt eine Zentralbank ausgebildet. Man könnte sogar auf die Idee kommen zu sagen, das ist kein Zufall, dass heutzutage überall Zentralbanken da sind. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Zentralbanken institutionell so aufgebaut sind aktuell, wie sie aufgebaut sind. Mit dieser starken Form der Unabhängigkeit auf der einen Seite, mit dieser auch Macht, die sie ausüben über viele Politikbereiche, wie Verteilung, Fiskalpolitik, mit dieser monetären Dominanz, die einige Systeme ausstrahlen, auch das Eurosystem ausstrahlt. Und die Frage wäre dann schon, wenn man im Hier und Jetzt anfängt, ob nicht eine Veränderung dieser institutionellen Struktur notwendig ist. Und deswegen finde ich es etwas einfach zu sagen, die EZB ist nicht Teil der Exekutive und deswegen sollte sie hier nicht tätig werden. Sie könnte, in dieser Absolutheit stimmt es auch nicht ganz, wie weit die EZB von der Exekutive weg ist, wird politisch gestaltet. Es gab früher Geldsysteme, da war die Zentralbank eine Abteilung sozusagen im Finanzministerium. Es gibt Systeme bis in die 70er Jahre hinein, wo Finanzministerium und Zentralbank so eng miteinander kooperieren und zusammenarbeiten, dass man sagen kann, da sind zumindest zwei sehr nah beieinander stehende Organe. Die eine ist offiziell Teil der Exekutive, die andere ja inoffiziell. So, warum diese Absolutheit, warum nicht fragen, welche Veränderungen im Institutionengefüge notwendig sind, um beispielsweise eine Politik zu unterstützen, in der die EZB eben in Betracht zieht, dass ihre Aktionen, ihre Maßnahmen Auswirkungen haben auf die Möglichkeit einer sozial-ökologischen Transformation. Ja, ich hatte das ja angedeutet und bin da ganz auf Ihrer Seite. Wenn quasi die EZB Sachen macht, die eigentlich hochpolitisch sind und sich aber sozusagen der Verantwortung nicht stellt, indem sie sich hinter irgendwelchen Begriffen versteckt, wie keine Ahnung, Markteffizienz oder natürliches Gleichgewicht oder ähnliches, dann sollte man natürlich diese Sachen sozusagen halt in die Exekutive mit reinziehen. Das war sozusagen, da habe ich mich da nicht klar genug ausgedrückt, aber das war die Idee. Und natürlich sollten auf jeden Fall immer auch die Zentralbank natürlich reflektieren, was sie da tun. Also zum Beispiel auch die Idee sozusagen, dass man bei Zinserhöhungen Arbeitslosigkeit induziert, die dann dazu führt, dass die Lohnforderungen halt niedriger sind und dann auch die Inflationsrate herunterkommt. Natürlich hat das Auswirkungen. Also wenn man halt so ein System, das ja eigentlich relativ archaisch ist, ja, dass man halt sagt, quasi ich halte quasi Millionen von Arbeitskräften in der Eurozone mit Absicht arbeitslos, um die Inflationsraten niedrig zu halten,
Da sollte man sich bewusst sein, dass das soziale Auswirkungen hat und auch politische Auswirkungen. Ja? Das heißt also, wenn die Arbeitslosigkeit jetzt eher in nördlichen Ländern wäre mit ausgebauten Wohlfahrtsstaaten, dann könnte man ja noch wenigstens halbwegs sagen, das ist okay, nicht so schlimm. Aber andererseits, wenn jetzt die Arbeitslosigkeit hauptsächlich im Süden Europas ist und da gibt es keine großen Wohlfahrtsstaaten, dann haben wir natürlich ein riesiges Problem. Ja, und es ist natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage. Also warum sollen sozusagen halt die Leute, die arbeitslos sind, weil es einfach nicht genügend Arbeitsplätze gibt, warum sollen die jetzt sozusagen so wenig Einkommen haben und keine Perspektive mehr haben? Deswegen würde ich halt da auch vorschlagen, dass die EZB sich sozusagen das nochmal genauer überlegt, ob sie nicht vielleicht eine andere geldpolitische Strategie haben möchte, wo sie nicht sagt, wir bekämpfen Inflation durch Arbeitslosigkeit letztlich. Und ich meine, nichts anderes machen sie ja. Diese Art der natürlichen Arbeitslosigkeit beschreibt ja nur sozusagen die Arbeitslosigkeit, die erforderlich ist, um die Inflationsrate stabil zu halten. Aber wer denkt sozusagen dann an die Arbeitslosen? Und wer denkt sozusagen an gerade auch in Griechenland haben wir immer noch 30% Jugendarbeitslosigkeit, auch in Spanien über 30% Jugendarbeitslosigkeit. Wer denkt an diese Menschen? Ja, und das ist natürlich auch, also da müsste wenigstens die EZB halt sagen, da wir diese geldpolitische Strategie fahren, binden wir sozusagen die Politik explizit, für eine Art Ausgleich zu sorgen, weil quasi das der Nebeneffekt ist unserer Geldpolitik. Ja. Ja, wir haben noch eine letzte Frage. Und dann zu Frau Dr. Köhler-Geib. Bitte. Ja, wenn nach der MMT-Theorie kein Staat bankrott gehen kann und er unendlich Geld schaffen kann, könnte dann der Staat auch nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren? Und welche realwirtschaftlichen Folgen hätte das entsprechende MMT? Danke. Ja, sehr gute Frage. Also ganz kurz gefasst, natürlich, also der Staat kann halt Geld schöpfen, auch unbegrenzt, wenn das für die politischen Regeln hergeben. Man sieht das ja überall dort, wo Hyperinflation ist. Ne? Also das heißt, Venezuela hat eine eigene Währung und die haben Hyperinflation. Und die wird nicht daran scheitern, dass irgendwann die venezolanische Währung halt nicht mehr vorhanden ist. Ja, vielleicht nicht mehr in Papierform, dann müssen sie anfangen mit digital. Also insofern, klar, man sieht das bei jeder Hyperinflation, Währung kann im Zweifelsfall halt unendlich bereitgestellt werden, aber meistens ist das keine gute Idee. So, wenn ich jetzt sage, das bedingungslose Grundeinkommen, ich möchte jedem hier zum Beispiel 1.000 Euro im Monat zahlen, einfach mal angenommen, egal was, kann man machen, würde man gegen die Defizitgrenzen wahrscheinlich verstoßen, insofern würde es politisch nicht funktionieren. Aber natürlich wäre das ein ziemlich starker Eingriff sozusagen in die Ökonomie. Das heißt, ich weiß natürlich dann nicht mehr, was passiert mit den Preisen. Also ich kann das halt nur aus Berlin halt, wo ich wohne, halt schildern. Also in Berlin würden wahrscheinlich die Vermieter sofort die Mieten versuchen, um 1.000 Euro im Monat zu erhöhen, weil die halt wissen, okay, da gibt es quasi Geldgeschenk und ich habe die Macht. Ich kann sozusagen über die Mieten halt das Geld abschöpfen. Insofern weiß ich nicht, vielleicht sagen die Leute auch, ich möchte weniger arbeiten, weil ich jetzt quasi dieses Grundeinkommen bekomme und da haben wir ein Problem, dass wir vielleicht in Berlin kein Bier mehr trinken können, weil es keine Kellnerinnen und Kellner mehr gibt. Ja? Insofern, aber ja, klar, aus der MMT-Sicht möglich wäre das, aber es gibt eigentlich niemanden aus der MMT-Welt, der sozusagen vorschlägt, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Wir plädieren meistens für eine Jobgarantie, dass der Staat halt sagt, diejenigen, die nicht beschäftigt sind, aber arbeiten wollen, die kriegen dann so einen gemeinwohlorientierten Job. Das ist eigentlich eher so das Rezept, um unfreiwillige Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Aber es kann natürlich sein, dass im Endeffekt dann das Gleiche rauskommt wie in einer BGE-Welt. Das quasi auch, also angenommen, die Leute sagen, okay, wenn ich 1.000 Euro im Monat kriege, dann mache ich gemeinwohlorientierte Arbeit freiwillig, ohne Bezahlung, die ich sonst bei einer Jobguarantee bezahlt bekommen würde, dann kann das Ergebnis sehr nah beieinander liegen. Insofern würde ich jetzt das BGE auch nicht komplett verdammen wollen. Aber es ist halt sehr, sehr komplex, das BGE, weil es ein Eingriff am Herzen des gesellschaftlichen Systems mit sehr hoher Unsicherheit behaftet. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.